Was geht ab? Ich heiße ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr seht, habe ich heute meine Schwester am Start. Müsstet ihr kennen. Und wir waren übrigens beim Friseur, wie ihr sehen könnt. Den Vlog werde ich euch unten in die Infobox verlinken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir packen heute Adventskalender aus. Yay! Aber nicht alle. Also, ich habe ja schon so ein Unpacking gemacht, Unboxing vom Douglas Adventskalender. Und wir haben heute hier 3 Adventskalender. Die sind mega cool. Einmal von Adeco. Der ist riesig. Und da steht sogar drauf, 21 Originalprodukte im Wert von über 130 Euro. Ein Benefit. Adventskalender. Und dann habe ich diesen coolen Adventskalender hier entdeckt. Und zwar ist das ein Schmuckkalender. Meine Schwester hat noch nicht gesehen, was sich da drin verbirgt. Ich schon und ich fand den mega cool. Und alle Adventskalender werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Also falls euch einer besonders interessiert. Mit welchen fangen wir an? Du darfst entscheiden. Mit dem Großen. Oh, mit dem Großen, okay. Da ist eine Schleife dran, voll süß. Und diesmal habe ich mir gedacht, dass wir halt jeweils 5 Türen öffnen, okay? Also jeder du das? 5. Ja, genau. Okay, ich nehme die 16. Ich nehme die 9. 16 und 12 nehme ich. Okay, dann nehme ich 9 und 1. Das ist nämlich unser Geburtsdatum. Wer hätte es gedacht? 16.12. Nehmen wir jetzt immer von allen die 16. Habe ich bald Geburtstag. Und die 1. Ich habe am 9.1. Geburtstag. Ich habe mir auch überlegt, ob jemand die 24 aufmacht. Weißt du, ist einfach gemein. 16. Richtig begeistert. Invisible Lip Contour 1. Swatch mal die Farbe. Ah, vielleicht ist der durchsichtig, Sonan. Was bringt das dann? Ach so. Ja, Lip Liner, aber durchsichtig, damit dein Lippenstift nicht ausläuft. Na. Ich hatte einen Nagellack drin und zwar in so einem dunklen Rot. Und das ist die Farbe 252 Two-Step Gel Lacquer. Und zwar Color Base. Das heißt, es gibt noch einen Topcoat. Du bist dran. Oh, ich glaube Lidschatten. Ah, eine Lidschattenbox. Wow. Und dann kommen hier wahrscheinlich Lidschatten, weißt du? Dann kannst du die reinfüllen. Ich öffne jetzt die 1. Ah. Und dann kannst du die Lidschatten reintun. Ja, aber das ist voll groß und das ist voll klein. Aber es ist Magnet und dann kannst du vielleicht... Ah, vielleicht ist es auch so eine Blush-Ding. Ich habe nämlich auch schon so eine. Nein, das ist Eyeshadow. Ach so. Also ich habe auf jeden Fall einen Lidschatten drin, der ist einfach nur... weißlich, gold, schimmernd. So, dann Highlighter. Mach dran. Okay, mach dran. Ich glaube, du kannst 3 Stück reinmachen. Wow, Alter, das geht ist voll ein Highlighter auf. Level 100. Ich habe kein Highlighter dran, soll ich den auch jetzt drauf machen? Ach ja, ich habe sogar heute meine neue Brille auf. Wie findet ihr sie? Schreibt es unten in die Kommentare. Egal, der geht voll ab. Alles als Highlighter. Alles, was glitzert, ist Highlighter. Doch, der ist schon geil, gell? Ich glaube, du kannst 3 Stück. Weiß. Da, oh ne, doch nicht. Das passt dann doch. Egal, mach weiter. Okay. Was machst du? 24. Ich wusste, dass du es nicht aufmachst. Da muss auch was drin sein. Nee, Wimperntusche. Ja, die Bürste ist ganz süß, so für einen unteren Wimpernkranz oder so. Noch eine Box, oder? Also auch wieder so eine Box, aber die Box habe ich schon daheim. Also ich. Nee, da oben, sondern das Magnet, das Pinsel. So. Ja, das passt hier perfekt rein. Das heißt, es gibt bestimmt 3 weitere. Das ist Augenbrauenstift. Ja. Geil. Augenbrauenstift, Eyebrow Pencil Nummer 6. Ein Beauty-Produkt. Was sind alle Beauty-Produkte? Was ist das? Handcreme. Eine Handcreme mit White Lotus and Rice Milk. Oh, die riecht aber gut. Ja. Übrigens, das ist noch so eine Reisegröße. Kann man mitnehmen. Ist voll süß. Okay, du bist dran. Ein Tester. Skin Yoga Face. Nicht so spannend. Ich mache die 22 auf. Ein weiterer Lidschatten aus einer anderen Serie. Der ist nur weiß. Okay, da war einfach nur ein weißer Lidschatten drinnen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Schmuck. Der Schmuckkalender ist richtig cool, finde ich. Ich bin als erstes dran. Ich habe schon. Machst du wieder die 16 auf? Ja, natürlich. Okay, dann mache ich die 22 auf. Die 9 auf. Schon ganz verwirrt, ey. Wow. Der ist cool, gell, der Kalender. Ich habe mir nämlich letztens auch solche Ohrringe geholt und jetzt waren auch solche Ohrringe drin. Okay, ist aber irgendwie ich sehe jetzt nicht, ob ihr das seht. Ich bin nicht so der Pro.
Nein, wo bist du? Hier. Auf jeden Fall habe ich aber eine Kette. Ein Armband ist das. Das ist ganz filigran. Du bist dran. 12. 16.12. ist euer Glückstag. Schon wieder Ohrringe? Ja. Das ist ein Kreis, der in der Mitte geteilt wurde. Ich habe auch Ohrringe und zwar mit einem Infinity-Zeichen in Gold. Das ist ein Ring, aber der ist überdimensional geworden. Überleg so, was ist das? Nee. Aber es gibt noch Ketten, vielleicht kannst du es dann an die Kette machen, weil er so überdimensional groß ist. Der ist echt riesig. Der ist doch kein Ring, der passt nicht. Warte. Ja. Aber das wäre Daumen. Ja, okay. Nimm. Ich mach die 22 auf, weil da hat mein Freund Geburtstag. Schon wieder Ohrring. Also Ohrring Nummer 4. Wir machen nur Ohrringe auf. Und das ist so ein V, aber sieht richtig cool aus. Auch so sehr filigran. Sehr schön. Eine Kette. Ja, vielleicht ist es eine Kette oder ein Armband. Was ist das? Ist es Armband oder Kette? Du musst auch machen. Ich habe von 4 Türen 3 Ohrringe gezogen. Das sieht aus wie ein I und ein Strassstein in der Mitte vom I. Echt, das ist das schönste Ohrring, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist eine Kette. Das ist eine Kette. Aber die passen zusammen. Ist es die passende Kette dazu? Kann schon sein. Aber nee, ich glaube nicht. Doch, 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 schau. Es gibt nämlich so Sets, dann habt ihr passende Ohrringe zur Kette zum Armband, glaube ich. Und Ring. Ich glaube, das ist ein Armkettchen. Ist auch ganz süß. In Gold. Mit Perlen. Mit weißen Perlen. Schau mal. Ich öffne die 10. Stimmt, ein Ohrring. Schon. Ich sag's dir. Ohrringe? Ja. Alter, heftig. Das sind das jetzt. Ist alles voller Ohrringe. Nein. Ich hab doch gesagt, das sind so Sets. Das ist jetzt. Mm. Die passenden Ohrringe zum Armband, was ich vorhin geöffnet habe. Jetzt bist du dran. Ich nehme die 6. Letztes Türchen. Boah. So nass. Oh. Mit Gewalt. Das ist eine Armkette. Armkette. Ja, aber ich finde den Kalender richtig, richtig cool. Der hat 25 Euro gekostet. Da sind noch ganz viele andere Sachen, aber den finde ich echt cool, gell? Ja. Das machen wir. Voll toll. Für 25 Euro, da kannst du dir 2 Sachen von Six kaufen. Ja, aber ist das Six Schmuck? Ja, ist ein Six-Kalender. Ach so, okay. Ja, dann ist echt günstig. Übel, gell? Ach, schau hier, Six. Okay, wir machen den Benefit-Kalender auf. Der kostet 50 Euro, aber das... 50? Ja, der kostet auch 50 Tschüss. Euro. Und der macht Geräusche, schau. Okay. So, dann ist nicht so begeistert davon. Aber es sind nur 12 Türchen. Das heißt, du musst dann jeden zweiten Tag oder so. Egal. Voll verarsche. Deine 16 ist nicht dabei. Warum geht es nur bis 12? Das ist kein Weihnachtskalender. Ja, jeden zweiten Tag. Remover. Was ist das? Review Remover. Okay, hält es auch immer mal auf. Strip Down Waterproof Eye Make-up Remover. Wenn du das zuhältst, dann macht das keine Geräusche mehr. Warte, wir öffnen hier nur 3, okay? Es hat zu viele Türchen. Bist du sicher, dass da vorne keine Dinger sind? Nein, Sona. Ich kann nicht glauben, dass da nur 12 Türen sind. Du sollst ihr Mund halten. Da ist eine Augencreme drinnen und zwar von It's Potent Eye Cream. Du bist dran. Lipgloss. Ich mache die 10 auf. Nicht der aus? Mach Ja, hier Hoola Bronzer ist drin. Perfekt. Den kann ich mit in Urlaub nehmen direkt. Dann muss ich nicht so viel mitschleppen. Aber irgendwie ist das so hell, oder? Nein, ich habe den auch heute dran. Siehst du den? Sieht man mal Lipgloss? Du hast nicht überall aufgetragen. Auf jeden Fall ist ein Hoola Bronzer drin. Finde ich richtig cool. Ein Lolli Tint. Ich weiß nicht, ob es auch ein Lipgloss ist, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Probier mal. Lip. Ja, ne? Okay. And Cheek Stain. Ja, man kann es auch für Cheek machen. Ja, ist echt süß, aber... Gell, es ist so rosa, nicht so lila. Ja. Ich habe schon 3 Produkte, dann darfst du nur noch eins aufmachen. Bad Girl Lash. Wow. Da kriegt ihr krasses Volumen. Hätte ich Wimpern, würde ich sie mir jetzt auftragen. Ja. Ist echt so, aber die ist echt süß. Solche kleinen Miniaturen mag ich voll gerne. Okay, ich nehme... Die letzte Tür. Natürlich die 1, weil ich die 1 bin.
Andersrum, du hast die 4 aufgemacht. So rum. So rum. So. Scheiße, ey. Gut. Schau wieder ein. Blush. Oder Lip Tint, je nachdem. Schnell wieder zu machen. Mach schon wieder drauf. Ja, läuft. Auf die andere Seite. Aber oh, der ist voll dezent. Aber die Farbe sieht voll süß aus. Die sind alle dezent. In dem Teil sieht so richtig süß aus. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welchen Kalender ihr am besten fandet. Zumindest das, was ihr gesehen habt. Und welchen findest du denn am besten? Den Schmuckkalender, weil er so anders ist. Ich finde ihn richtig cool. Ja, die anderen waren voll unnötig. Na, ich finde aber, da sind auch richtig coole Produkte dabei zum Aufbauen. 50 Euro! Ciao! Der kostet auch 50 Euro. 50 Euro! Ciao! Ich nehme gar keins. Okay, Schmuckkalender geht klar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann bedanken wir uns fürs Einschalten und sagen Tschüss. Ciao! Und bis zum nächsten Mal! Ciao!